Rainbow Six Siege Teacher verurteilt, jede Menge Infos zu Baldur's Gate 3 und neue Details zum Checkered Alliance 3 Coop-Modus. Ich bin Chiara und ich hoffe, dass ihr noch einige Kaltgetränke in eurem Kühlschrank habt, damit ihr die Hitze gut übersteht. Heute ist der 10. Juli und das sind die News. Die Montreal Gazette berichtete, dass ein Rainbow Six Siege Cheater, der für einen Swatting-Vorfall beim Ubisoft Montreal sorgte, zu einer dreijährigen Gemeindestrafe verurteilt wurde. Im November 2020 meldete der 22-jährige Yanni Wyan bei der Polizei eine falsche Geiselnahme, die sich in den Bürogebäuden von Ubisoft Montreal zugetragen haben soll. Unter Swatting versteht man das Absetzen falscher Notrufe an der Strafverfolgungsbehörde, die daraufhin mit bewaffneten Einsatzkräften zu den Wohnungen oder in diesem Fall dem Büro der Opfer geschickt werden. Der Vorfall ereignete sich, als der 22-Jährige versuchte, sich an Ubisoft für die mehrmalige Sperrung seines Kontos im Taktik-Shooter Rainbow Six Siege zu rächen. Yanni Wyan rief vom Haus seiner Eltern bei der Polizei an und versuchte erfolglos, seinen Standort durch Nutzung russischer Server zu verdecken. Nun steht ihm eine dreijährige Gemeindestrafe unter strengen Auflagen bevor. Unter anderem soll er laut der Montreal Gazette in psychologische Behandlung kommen, da dies nicht der einzige Vorfall sei, bei dem er auffälliges Verhalten gezeigt habe. Er soll zusätzlich an einer DDoS-Attacke gegen ein französisches Regierungsgebäude teilgenommen haben und Minecraft-Entwickler bedroht haben. Larian Studios lieferte uns mit ihrem Panel From Hell eine volle Ladung Neuinformationen zum anstehenden Baldur's Gate 3 Full Release. Wir geben euch heute einen kleinen Überblick, was für Neuerungen ihr vom Rollenspiel-Epos erwarten könnt. Baldur's Gate 3 bietet mit 12 Klassen und stolzen 46 Unterklassen schon bei der Charaktererstellung eine gigantische Auswahlmöglichkeit. Da kann es schon mal schwer fallen, auf Anhieb die richtige Klasse für sich zu finden. Und noch schlimmer ist es, wenn man nach 20 Stunden Spielzeit dann doch nicht wirklich zufrieden mit seiner Auswahl ist. Damit es soweit gar nicht erst kommt, führt Larian zum Vorrelease eine Reroll-Funktion ein. Diese gibt den Spielern die Möglichkeit, die Fähigkeiten und Attribute ihres Charakters auch nach der Charaktererstellung zu verändern. Sollte man also mal merken, dass einem die ausgewählte Klasse keinen Spaß macht oder dass die Klassen innerhalb eurer Freundesgruppe nicht gut harmonieren, dann müsst ihr glücklicherweise nicht das Spiel komplett von vorne beginnen. Außerdem können sich auch Dialoge und Entscheidungen anhand eurer Klasse ändern. Wenn ihr also dahingehend mal unzufrieden seid, wisst ihr, was jetzt zu tun ist. How shocking! Another barbarian with all brawn and no brain. Apropos Entscheidungen. In Baldur's Gate 3 wird es eine spielinterne Zeitung geben, die dynamisch auf die Entscheidungen der SpielerInnen reagiert. Damit sollt ihr über Ereignisse, Charaktere und die Konsequenzen eurer Entscheidungen informiert werden. Solltet ihr möglicherweise mal etwas getan haben, was auf keinen Fall gedruckt werden soll, dann könnt ihr einfach ins Zeitungsbüro einbrechen und die Artikel zu euren Gunsten verändern. Das kann sogar vorteilhafte Auswirkungen auf euch haben, dass sich dadurch die Wahrnehmung der Bewohner auf euch verändert. I must finish what I started. Eine, sagen wir mal, tierische Liebesszene sorgte bei Baldur's Gate 3 für Aufregung. Während des Baldur's Gate 3 Showcases stellte Larian Studios einige Beziehungsoptionen und die damit einhergehenden romantischen Zwischensequenzen vor. Darunter befand sich auch Material zwischen dem Spielercharakter und dem Druiden Halsin. Wichtig zu wissen ist hier, dass sich Halsin in einen Bären verwandeln kann. Während dieser hitzigen Szene passierte das tatsächlich auch, allerdings verwandelte sich der Druide schnurstracks zurück in seine menschliche Form. Dabei blieb es aber nicht. Im Spiel habt ihr dann die Wahl, welche Gestalt euch besser gefällt. Und diese Entscheidung wurde während des Livestreams dem Publikum überlassen. Naja, Internet und Entscheidungen, das ist immer so eine Sache. Ihr könnt sicherlich schon denken, was da rausgekommen ist und für was sich die Zuschauer entschieden haben. Nicht nur wurden Larian Studios aufgrund der Liebesszene auf TikTok gebannt, auch im Internet streitet man sich aktuell darüber, ob derart explizite Inhalte überhaupt notwendig seien, dass sie nichts zur Spielwelt beitrügen. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die die künstlerische Freiheit der Entwickler verteidigen. Was meint ihr? Ist eurer Meinung nach eine solche Szene zu viel des Guten oder bleiben Larian Studios dem D&D-Hintergrund des Spiels mit derartigen Freiheiten treu? Baldur's Gate 3 führt einen herausfordernden Modus namens Tactician ein. In diesem sind Gegner stärker, ihre KI intelligenter und ihre Züge komplexer. In der aktuellen Early Access Version des Spiels könnt ihr bislang nur den normalen Schwierigkeitsgrad wählen. Diese ist für alle gedacht, die sich mehr auf die Story und das Erkunden der Spielwelt konzentrieren möchten. Für alle RPG-Hardcore-Enthusiasten, die in ihrer Freizeit gerne stundenlang Wiki-Einträge zu Klassenbuilds, Rüstungen und Items lesen, werden Larian Studios den Tactician-Modus einbauen.
In diesem müsst ihr alle möglichen Faktoren während des Kampfes im Auge behalten. Zum Beispiel die Positionierung der Gegner, eurer Gruppe und hilfreicher sowie auch tödlicher Umgebungsgegenstände, aber auch das Ressourcenmanagement und selbstverständlich die Gruppenzusammenstellung muss beachtet werden. Neben den stärkeren und intelligenteren Gegnern wurden in jedem Kampf ein paar Überraschungen eingebaut, die Kämpfe zusätzlich schwerer machen sollen. Im Beispiel des Showcases waren das explosive Fässer und Ölpfützen. Creative Director Sven Winke und Senior Combat Designer Matt Holland sind sich sicher, dass einige SpielerInnen diesen Modus ausprobieren werden. Sie sind sich aber auch sicher, dass die Spielerschaft ihren Frust über den taktischen Schwierigkeitsgrad stark zum Ausdruck bringen wird. Ob ihr gefrustet sein wollt oder nicht, könnt ihr am 3. August zum Full Release von Baldur's Gate 3 auf dem PC oder der PS5 entscheiden. Oh, I'm dead. Oh. Am 14. Juli, also schon in dieser Woche, erscheint mit Jagged Alliance 3 nach 24 Jahren die erste richtige Fortsetzung des beliebten Action-Strategiespiels. In einem kürzlich veröffentlichten Entwicklertagebuch ging man etwas genauer auf die Möglichkeiten und Stolpersteine des neuen Koop-Modus ein. Die Umsetzung eines nahtlosen Koop-Modus, bei dem die Erfahrung der Kampagne nicht auf der Strecke bleibt, stellte für das Team sowohl aus technischer als auch aus gestalterischer Sicht eine große Herausforderung dar. Hammerment löste dieses Problem, indem es in jeder Koop-Session einen festen Host und einen Spielerpartner gibt. Der Host kann dabei frei entscheiden, ob er mit seinem Koop-Partner einen neuen Spielstand starten oder ihn in die laufenden Einzelspielerkampagne einladen möchte. Unabhängig von der Anwesenheit des Koop-Partners kann der Fortschritt jederzeit gespeichert und das Spiel fortgesetzt werden. Außerdem können beide Spieler jeden gespeicherten Spielstand, ob automatisch oder manuell, laden und im Einzelspielermodus weiterspielen. Das ist besonders wichtig für Mitspieler, die es nicht abwarten können, weiterzuspielen. Oder, wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn man einfach keinen geeigneten Termin mit seinem Koop-Partner findet. Um sicherzustellen, dass beide Spieler in das Spielgeschehen eingebunden sind, werden Gespräche mit NPC zum initiierten Spieler gesteuert. Aber beide Spieler können den Gesprächsverlauf in Echtzeit verfolgen. Der nicht kontrollierende Spieler ist allerdings nicht einfach nur Zuhörer. Dieser kann immerhin auch Vorschläge für Dialogsoptionen machen. Ein weiterer Kompromiss für den reibungslosen Ablauf des Koop-Modus muss beim Erkunden der Sektoren eingegangen werden. So könnt ihr euch nicht in der taktischen Ansicht in unterschiedlichen Sektoren des Spiels bewegen. Damit möchte das Entwicklerteam sicherstellen, dass ihr nicht den Überblick verliert und gleichzeitig die Situation vermeiden, dass ihr 40 Minuten auf euren Koop-Kollegen warten müsst, bis er seinen Kampf endlich abgeschlossen hat. Für weiteren Ingame-Content sorgt übrigens auch der bereits bestätigte Mod-Support des Spiels. Die 1.13-Mod in Jagged Alliance 2 kam so gut beim Entwicklerteam an, dass man der Community weiterhin die Möglichkeit geben möchte, eigene Söldner und NPCs aus bestehenden Assets und zukünftig auch eigene Questlines zu erstellen. Please hold while we process your request. Your war is very important to us. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung von Star Wars Jedi Survivor arbeitet Respawn Entertainment scheinbar bereits an einer Fortsetzung des Spiels. Jedi Survivor konnte trotz reichlicher technischer Probleme, die teilweise bis heute noch nicht behoben sind, die Videospielkritiker überzeugen. EA bestätigte außerdem, dass Millionen von SpielerInnen die Fortsetzung rund um Cal Kestis spielen würden und man den Release als Erfolg verbuchen könne. Das bestätigen auch kürzlich veröffentlichte Stellenausschreiben beim Respawn Entertainment. Unter anderem wird nach einem Principal Game Writer und Senior VFX Artist im Star Wars Jedi-Universum gesucht. Dass ein dritter Teil erscheinen würde, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Die Jedi-Saga war von Anfang an als Trilogie gedacht, daher ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Respawn ohne großen Verzug an einer Fortsetzung arbeitet. Aus der Stellenausschreibung geht außerdem hervor, dass man mit dem neuen Star Wars Jedi Ableger die Unreal Engine 5 zum Einsatz bringen möchte. A place that's worth fighting for. Damit sind wir auch schon wieder durch mit den News. Bleibt wie immer auf dem Laufenden, indem ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, zockt was Schönes, haut rein und ade, eure Chiara.